So, liebe Zuschauer und liebe Hörer von Radio XY und auch von Hit TV, wir haben Ihnen heute Morgen versprochen, dass wir Arlberg erkunden, das spricht St. Anton. Und nun sind wir auf dem Skigebiet oder in dem Skigebiet auf 2100 Meter Höhe. Und ja, wo man nur hinschaut, Schnee, weiß, alles super. Also für den Skifahrer kann es gar nicht besser sein. Und Christian ist neben mir. Christian, du bist Skilehrer hier in St. Anton am Arlberg. Wie lange machst du das schon? Seit gestern oder schon länger? Ich habe heute nur früh angefangen, aber das Ganze doch schon vor 15 Jahren. Genau. Das heißt also, der Besucher kommt zu euch hier hoch. Ist der nicht erstmal geschockt, wenn er mit der Bahn hier hochfährt, durch dieses lange Loch? Das ist ja schon nicht so ganz einfach. Da muss man schon ein bisschen Herz in der Hose haben, oder? Ein bisschen Herz in der Hose und natürlich ist es auch recht spektakulär, das Ganze. Das ist ja eine schöne Sache, hier hochzufahren. Und vor allem dann, wenn man jetzt da von Berlin kommt, von ein paar hundert Meter Seehöhe bis auf 2200 Meter hoch, das hat schon was. Genau. Geht es denn noch ein bisschen höher oder ist das der letzte Stand der Dinge hier oben? Nein, das ist erstmal so eine Mittelstation. Da geht es dann mit der Valugabahn hoch und dann gibt es noch eine zweite Valugabahn, die geht dann bis auf 2800 Meter hoch. 2800 Meter, wenn man dann da oben steht, und wie lange fährt man dann ab? Wie viele Kilometer sind das? Oder damit der Skifahrer sagen kann, hey, das muss ich einfach erlebt haben. Also von den 2800 Metern hoch, da gibt es eine Geländeabfahrt, da gibt es gar keine Piste runter. Da muss man schon richtig gut Tiefschnee fahren können, dass es geht. Und wenn man dann aber von der Valuga 1 runterfährt, dann kann man bis ins Tal runterfahren. Das ist die längste Abfahrt, was wir haben, ungefähr 8 Kilometer. Du hast ja bestimmt viele Gäste. Hast du nur Fortgeschrittene oder sagst du auch, nein, ich nehme auch den Anfänger, denn sie müssen lernen das Skifahren und sie müssen auch keine Angst vor dem Berg haben. Wie macht man es am einfachsten, wenn jetzt einer hochkommt und sagt, oh, da geht es ja so steil runter? Glücklicherweise haben wir viele Gäste. Und natürlich fahren wir von Anfänger bis zu Fortgeschrittenen alles quer durch. Wenn jemand Angst hat, dann muss man natürlich auch gut zureden und fest unterstützen und das Ganze so zeigen, dass es auch leicht geht. Genau, also ich habe zu Hause zwei verschiedene Skier. Kann ich mit denen auch? Der eine Ski ist ein Seitensprungski und der andere ist ein Einkehrsprungski. Gibt es den hier auch? Selbstverständlich haben wir auch den Einkehrschwung hier. Da gibt es immer viele Möglichkeiten bei uns, dein zweites Paar Ski auch sehr gut einzusetzen. Okay. Aber wenn ich jetzt sehe, blauer Himmel, Sonnenschein, da schlägt ja auch von einem Skilehrer das Herz höher, weil er weiß, da sind die Leute auch gut drauf, es macht Spaß und die kommen auch gerne dann auf den Berg, um zu lernen. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache, wenn es so einen blauen Himmel hat. Das ist auch das, warum ich meinen Job auch so gerne habe. Ja. Christian, aber jetzt mal zur Sicherheit. Wenn es schneit und es ist also ganz diesig, was ja der Skifahrer überhaupt nicht mag, was macht die Sicherheit? Habt ihr mittlerweile neue Airbags, wo man sagt, die kann man dem Anfänger mitgeben oder der Skifahrer kann sie sich ausleihen, damit, wenn er wirklich mal abseits der Piste fährt, dass nichts passiert? So Airbag-Ballone, die haben wir natürlich auch. Nur die hat nichts mit der schlechten Sicht zu tun, sondern das wäre, wenn man in eine Lawine kommen würde, dass man dort eine größere Hilfe hätte. Also, wenn der Skikurs dann zu Ende ist, es ist Nachmittag so 16 Uhr, macht ihr dann auch noch so ein bisschen Theorie, dann, dass ihr sagt, so, jetzt müssen wir nochmal einen Einkehrschwung machen, ich muss euch nochmal die Schwinge erklären? Natürlich schaut man da, dass man den Einkehrschwung richtige Seite bringt, nur mit dem Seitensprung, was du hast, den Ski, den lassen wir natürlich aus. Genau, also liebe Zuschauer, liebe Hörer, ich werde das jetzt auch mal ausprobieren. Wenn Sie nichts mehr von hören in den nächsten 3 Tagen, nur noch meinen Kollegen Heiko Richter sehen, dann wissen Sie, dann bin ich in die Gletscherspalte gefallen, aber das kommt ja schon mal vor. Aber ich versuche das nicht zu machen, denn Christian wird mich begleiten und wird mir mal das ganze Skigebiet zeigen. Und wenn Sie noch nicht in St. Anton waren, dann würde ich Ihnen sagen, aber ganz schnell in die Schuhe, ganz schnell die Skier einpacken. Sie können sich auch hier leihen und dann hierher kommen, weil wir haben traumhafte Bedingungen. Blauer Himmel, Sonnenschein, es ist nicht zu kalt. Sie frieren nicht, aber Sie können toll Skifahren, oder? Ja, wir sehen uns in St. Anton am Adelberg. Super, danke.